Okay, die Frage. Gut, schauen wir mal weiter. Ein weiteres Objekt. Die dunkle Prophezeiung. Was haben wir hier? Den Questgegenstand. Ja, mit einer Geheimtür. Sehr schön. Gessen ist die Riebe, die sie kriegt. Okay, dann gehen wir mal in diese schöne Geheimtür rein. Oh, hoffentlich ist da auch keiner drin. Sieht mal nicht so aus. Was haben wir hier? Ein Dokument. Empfehlungen aus De Rimedi Secreti folgend, habe ich den Eiter zu einem trockenen Pulver reduziert und als Dekokt dem Subjekt injiziert. Gott möge verzeihen, dass ich mein eigen Weib Subjekt nenne. Alter. Dabei stellte ich fest, dass es das schwarze Blut in den Gefäßen zurückdrängt. Ich gewahrte die Röte ihrer einst rosigen Haut durch den Schleier der Krankheit. Doch, Gott sei es geklagt, erlag sie einem letzten Anfall und hörte schließlich, Gott sei es gedankt, für immer zu atmen auf. Gebe Gott ihrer Seele Frieden. Ich bin überzeugt, dass dies Werk praktische Hinweise enthält, die zu einer Lösung führen. Möglicherweise den Schlüssel zu unser aller Heil. Wir werden sehen. Habt ihr jemals den Spruch gehört, Gott sagt's geklappt, alter Armbrust? Das ist das erste Mal, dass ich das höre. Gott sei es gedankt schon, aber Gott sei es geklagt noch nicht. Bis jetzt. Nein, das Inventar ist voll. Oh, das sieht nach Geheimtür aus. Da gehen wir aber später rein. Weil da kommen wir nämlich nicht mehr raus und die Armbrust zu verlieren wäre ein bisschen kalaläglich. Dafür tauschen wir ein. Ja. Kuchen. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Eine Jagdarmbrust. Sehr schön. Kann man die auch leveln, frage ich mich. Gott sei es geklagt. Gehen wir mal auf die andere Seite. Vielleicht haben wir da noch was Schönes. Ja, was? Boah! Alter Schwede. Wir sind weiterhin voll. Der Rucksack XL! Yes! Die Frage ist, soll ich überhaupt dieses Kit... Dieses Kit entfernen? Ich habe nämlich das Gefühl, da ist noch einer. Ich habe doch einen gehört. Ich werde paranoid, Leute. Ich werde paranoid. Wie viel Platz haben wir jetzt darin? Mengenkapazität. Zwei Plätze mehr. Na gut, okay. Beschweren tue ich mich mal nicht. Ich freue mich drüber. Da können wir mal eine Flair mitnehmen. Und ich glaube, die Armbrust haben wir schon dabei. Aber wir können den Kuchen wieder mitnehmen. Ich frage mich, wann wir das nächste Mal ins Safehouse kommen. Na, Kuchen? So. Ist ja noch voll. Pistolentechnisch haben wir noch alles da. Okay. Aha. Kann man es eigentlich auch anschleichen und ihn. Oh, gut, okay. Mit seinem Zylinder. Hey, Captain Smoker, ich grüß dich. Willkommen. Abend. Scheiße. Oh, oh man, hoffentlich ist oben keiner. Weg da! Oh. Au! Da hat uns einer erwischt. Oh, unsere Taschenlampe geht aus, aber die brauchen wir gerade nicht. So, war's das? Na, da bin ich doch froh, dass wir den Kuchen mitgenommen haben. So, den Kuchen. Alter, hat er uns gerade viele Lebenspunkte gegeben, okay. Ich hoffe, das war auch ein Kuchen gerade. Und ich glaube, wir kommen von hier oben her. Da, wo ich mich fast zu Tode erschrocken hätte hier.
Okay. Dann einmal zum Professor, der hat nämlich das Gespräch abrupt abgebrochen. Das ist ein bisschen strange gewesen. In unserem super-duper Geheimgang. Yes. Ich wage es kaum auszusprechen. Elijah Woods lebt! Positionieren. Übergeben die Lingui Sacri. Die würde ich mir aber davor noch mal einmal durchlesen. Das wäre mir eigentlich ganz lieb. Okay, einmal hier durch. Yo, Zombie-Fan, Dankeschön. Bis bald. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. So, wo müssen wir hin? Hier dann. Okay, ich glaube, hier ist es ziemlich ruhig. Wer sind das jetzt hier? Elijah Watson. Und er lebt noch von Anfang an. Ich bin so froh. So eine neue Zeitung haben wir, glaube ich, nicht. Bläh, wieso bricht er denn komplett ab? Das will ich doch gar nicht. Dunkle Prophezeiung. Hier, bemerkenswert sind ihre Genauigkeit und ihre Bestimmtheit. Weniger als 60 Jahre nach seinem Tod und seinem berüchtigten letzten Brief an Sir Francis Bacon. Bacon. Suchte die große Pest London heim, bis der große Brand von 1666 die Stadt 1666, wirklich? 666. Zerstörte und mit ihrer Seuche ein Ende setzte. Zeitgenössische Quellen deuten auf verblüffende Ähnlichkeiten zwischen der Pest und dies Prophezeiung der ersten Fäulnis oder genauer gesagt ihrer Ausbreitung nach England zu dieser Zeit hin. Da die behauptete, der Fäulnis unzählige Male auf seinen Reisen über den Kontinent begegnet zu sein. In diesen 60 Jahren wurde die und das Ansehen seiner Arbeit von vielen Männern lächerlich gemacht und in den Schmutz gezogen, darunter kein geringerer als König Jacob I., der die große Pest und den Brand gaben dem regierenden Monarchen Karl II. Anlass, habe ich da gerade? Nö. Ah, erster Punkt. Aber die große Pest und der Brand gaben dem regierenden Monarchen Karl II. Anlass, seine Haltung zu überdenken. Karl war es, der dies Rat befolgte und ein Gesetz erließ, das die Raben des Tower of London unter besonderen Schutz stellte. Er gründete die Raben von die, aha, das sind also die Raben, ein Geheimbund von Gelehrten und Adligen, natürlich. Es gibt immer noch Gerüchte, dass diese Raben eine dauerhafte Unterkunft unter dem Tower of London in Geheimgemächen im Bereich der Verliese erhielten. Man braucht sicher nicht zu erwähnen, dass diese Gemächer niemals gefunden wurden. Über die Raben von die ist wenig bekannt und noch weniger schriftliche Beweise sind vorhanden, was bei einem Geheimbund sicher nicht verwundert. Allerdings haben Gerüchte und Legenden die Jahrhunderte überdauert. Die Raben waren dazu bestimmt, die Reste von dies Arbeit zu studieren und das Land nach weiteren verbliebenen Kopien der Manuskripte zu durchkämmen, um England auf dies nächste große Katastrophe vorzubereiten, die zweite Fäulnis. Das hat wohl nicht so ganz hingehauen. Na gut. Ich frage mich, die Raben müssten eigentlich noch da sein. Wir haben ein paar Hauptquartiere davon gefunden und ich glaube, wir sprechen mit einem. Das ist unser Gönner, der uns gerettet hat. Also nicht mit ihm hier. Wo ist der Arzt? Okay. Oh, hallo. Oh. Wie ich sehe, haben Sie gestern das Buch gefunden. Ich hoffe, es gab keinen Ärger. Reichen Sie es durch, ja? Oh Mann, dem geht's wohl auch nicht mehr so gut. Oder ihm geht's gut auf unbestimmte Zeit. Oh, den haben sie wohl erwischt, wie es ausschaut. Ja, so viele Viecher, wie der hier über rumlaufen hat. Boah, na gut. Hier war doch irgendwo eine Durchreiche. Hier. So. Na?
Oh, warten Sie. Da ist noch was. Das Ding, das Sie da haben, sieht aus wie das, was die Omega-Jungs rumtragen. Würden Sie mal rüberkommen, um diesen Infizierten mit mir zu scannen? Wir brauchen eine vollständige Analyse, um die infizierte Drüse zu isolieren. Okay. Hat er mir was gegeben? Das Empath-Upgrade? Der menschliche Körper ist wirklich faszinierend. Okay. Selbst wenn alle Lebensfunktionen erloschen sind, kämpft er weiter gegen die Infektion an. Fantastisch, hä? Oh, habe ich jetzt einen automatischen Radar? Wie geil wäre das denn? Oh, muss ich ihn hier kaputt machen, wie es ausschaut. Na gut. Was ist denn das hier alles? Das sieht nicht sehr wissenschaftlich aus. Hallöchen, ich grüße dich übrigens. Die Frage ist nur, wie komme ich zu ihm hier rein? Muss ich die jetzt öffnen lassen von ihm oder wie oder was? Ah, eine Sekunde, ich muss ihn glaube ich nur scannen, oder? Das dachte ich mir. Sie müssen ihn erst von seinem Elend befreien. Füllen Sie die Spritze dann mit den Antikörpern aus der Infizierten. Virizid beschaffen. Aha. So. Perfekt. Also. Diese Spritze wird ein Virizid synthetisieren. Eine Art Gift. Überaus tödlich. Es reicht für eine Injektion, aber Sie können sie jederzeit an anderen Probanden nachfüllen. Aha, und was bringt uns das? Nun, dafür muss ich Sie aber um noch etwas bitten. Ein zweites Buch. Das Studium Contagione. Das Studium der Infektionen. Von die höchstpersönlich. Sehr selten. Aber ich weiß, dass Ron Friedman eine Kopie besitzt. In seiner Wohnung, in der Brick Lane. Ron gehört zu den Raben. Wissen Sie? Okay, das heißt einmal wieder nach draußen, oder wie? Der automatische Scanner ist super nice. Alter. Okay, man legt aus. Haben die den erwischt, oder? Boah, ich weiß nicht, ich glaube. Der wird's hier nicht ewig machen, da unten. Jawohl, eine Abkürzung. Sehr gut. Direkt zum Tower. So, okay. Dann einmal ins Safehouse. Hallöchen! Okay, einmal Safe House. Schade, dass Zombie-Fan nicht mehr da ist. Ich finde das Upgrade super. Schade, dass Zombie-Fan nicht mehr da ist. Die Offenbarung verkündet, denn, wenn der Tod das Leben bezwingt, wandelt der Mensch auf ewiglich im Purgatorium. Und jene, welche die Liebe Gottes suchen, werden sie nicht finden. Denn der Tod flieht sie und die Erde stürzt in finstere Verdammnis. Die Frage ist, können wir dann... Okay, ich glaube, so laufen wir mal wieder los. Die Frage ist, können wir die Jagd am Brustbolzen wieder rausholen? Und was hat der jetzt gerade gesagt hier? Okay, dann aktivieren wir mal noch nicht die Verbesserung.